Liebe Fische, herzlich willkommen. Mein Name ist Emanuel von Sennstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater und das ist die allgemeine Monatsprognose für November 2020. Zwischen 1. und 11. des Monats bilden Merkur und Saturn einen Quadrat. Am Monatsanfang können es herausfordernde Situationen vorhanden sein. Du solltest dich nicht so sehr unter Druck setzen, sondern an den Herausforderungen wachsen. Es empfiehlt sich, bedacht und sensibel zu kommunizieren, damit es keine Missverständnisse oder Schuldgefühle entstehen können. Wir haben dann am 3. des Monats Merkur direkt laufend in Waage. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Dementsprechend musst du eine Entscheidung treffen, die dich von einer Gruppe oder von einem Menschen trennt. Große Geldausgaben sollten bis zum 11. Monatstag unbedingt vermieden werden. Zwischen 12. und 13. haben wir Jupiter Konjunktion Pluto. Du wirst erkennen, dass nur wenn du deine persönliche Macht entfaltest, wirst du die Ergebnisse sehen, die du erwartest, meine liebe Fische. Das heißt, in allem, was du tust, ja, solltest du deinen eigenen Weg gehen, auch wenn du dafür Ablehnung erfährst. In Sachen Geld wäre es vom Vorteil, wenn man die gesamten Zusammenhänge einer Situation versteht, bevor man eine Handlung vollzieht. Am 14. läuft Mars direkt in Widder. Bis Anfang nächsten Jahres solltest du überlegt mit deinem Besitz und Geld umgehen und für deine Rechte kämpfen. Ja, das ist ganz wichtig. Bis Januar 2021 sollte man sparsam mit Geld umgehen. Du wirst dich zunehmend für einen Menschen einsetzen, der deine Hilfe braucht. Das ist sehr wahrscheinlich. Und wir haben dann am 11. und bis zum 20. eine Opposition zwischen Merkur und Uranus. Und das heißt, es wird dir schwer fallen, die Ruhe zu bewahren. Ja? Meditation und Atemübungen werden dir helfen, den inneren Frieden zu finden. Zwischen 15. und 19. haben wir Venus Quadrat Saturn. Zwischenmenschliche Beziehungen können damit besonders herausfordernd sein. Positiv betrachtet wirst du bald ein wichtiges Ziel erreicht haben, meine liebe Fische. Am 21. tritt Venus, der Planet der Liebe, in Skorpion ein. Und das heißt, bis Mitte Dezember wirst du viel mehr unterwegs sein als sonst. Ein Familienmitglied könnte in Schwierigkeiten geraten, insbesondere wenn er sich auf eine Reise begibt. Zwischen 22. und 28. des Monats haben wir Venus-Opposition Uranus. Du könntest bald überraschende Neuigkeiten von jemandem hören. Diese können entweder sehr positiv oder negativ, je nach Geburtshoroskop sein. Am 29. ist Neptun direkt in deinem Zeichen. Das heißt, bis Juni 2021 wirst du dich mit Situationen beschäftigen, die viel Zeit, ja, und viel Eigeninitiative, Einfühlungsvermögen und Empathie von dir verlangen. Möglicherweise wirst du dich einer Person widmen, ja, du wirst dich um jemanden kümmern, die auf deine Hilfe angewiesen ist. Das ist sehr wahrscheinlich bis Juni 2021. Und wir haben dann zum Schluss zwischen 29. und 30. des Monats Merkur, Sextil Jupiter in Saturn. Wenn es einen wichtigen Termin bevorsteht, dann sollte man alle Aspekte einer Sache tiefgründig überprüfen. Gesellige Veranstaltungen oder Ähnliches ist am Monatsende möglich. Es kann eine Situation gegeben sein, die Ernsthaftigkeit erfordert. Liebe Fische, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für November 2020. Wenn du eine individuelle Vorausschau für die kommenden Jahre brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir bestellen. Ich wünsche dir an dieser Stelle alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Erfolg im Monat November 2020. Vielen Dank.